Was geht ab, meine Freunde, zu einer weiteren Folge Chunky Learns. Ja, in der letzten Folge haben wir Dias gefunden, wir haben Eisen gefunden, wir haben Dias abgebaut, wir haben unsere Insel erweitert, wir sind komplett ausgerastet eigentlich. Und dann dachte ich mir, in dieser Folge können wir eigentlich mal eine Reise auf eine andere Insel wagen, beziehungsweise auf einen anderen Chunk, und zwar auf den da, da der mich sehr anspricht, mehr oder weniger. Weil wir wollen ja auch noch den Erfolg kriegen, beziehungsweise die Aufgaben meistern, Reise zu vier anderen Chunks. Boah, das ist perfekt kaputt gegangen. So, hier haben wir noch ein paar Eier. So, machen wir eins, zwei und wie immer nix. So, hier haben wir vier Seeds. Komm, machen wir wieder mal zack, zack. So, machen wir hier ein bisschen Essen. So, da ist wieder ein Dingens fertig. Kein Seed bekommen, wie cool eigentlich. So, da haben wir wieder vier Seeds und zwei Weizen. Den mach ich auch mal weg, damit die Melone hier wachsen kann und den hier auch. Warte, machst du das auch kaputt? Weil die brauchen ja nicht unbedingt so einen schönen Boden. Ja, jetzt bricht die Nacht ein. Das ist natürlich traurig. Weil wir die 0% gebrauchen können. So, schlage auch mal alles. Wirklich alles. Wir brauchen eine zweite Chest. Alles in die Truhe, außer Cobblestone. Weil mehr brauchen wir nicht, um rüber zu gehen. Ich höre ja einen Zombie, ne? Woher der kommt? Frag mich nicht. Aber ich bin glücklich, dass er da ist. So, kriegen wir den mal Erfolg. Monster Hunter haben wir schon dreimal, glaube ich. So. Options, Video Settings. Ich wusste, das ist falsch. So, dann nehmen wir Kobbel mit. Fackeln ein paar Stück. Da wollen wir nicht Schlange fackeln. So. Und dann bauen wir uns da mal rüber. Oder dahin. Oder wohin, meine Freunde? Wohin, wohin? Da müssen wir... Achso, das ist Schatten. So. Da müssen wir mal gucken. Ist das die Mitte der Insel? Ja, komm. Sagen wir einfach ja. Zack, zack, zack. So, bauen wir uns mal rüber. Mal gucken, wo wir landen. Und was uns dort erwartet. Und nicht vergessen, Fackeln zu platzieren. Oh. Das war nicht gewollt. So. So ist gut. Nicht vergessen, Fackel zu platzieren. Ich bin gerade ein bisschen nervös, dass ich hier runterfalle. Okay, da ist schon mal ein Enderman. Das ist schon mal uncool. Weil die stark sind. So. Hallo. Das ist ein Schwein. Die sind Schweine. Und Pilze, das ist gut. Die können wir alle züchten und uns dann Nahrungsmittel machen. Hier ist eine Workbench. Guck mal, hier ist ein Dingens, so ein Fakro Lifestyler. So. Guck, hier durchsieht er uns nämlich nicht. Guck mal, jetzt ist der totally verwirrt. Der weiß nicht, was er machen soll. Er ist verwirrt wegen den Lianen. Er weiß nicht, was er machen soll. Wir haben ihn besiegt. Zwei Knochen bekommen, Optimus. So. Aha. Gib uns mal die Eisenschaufel. Die interessiert mich gerade sehr. Natürlich gibt er sie nicht. So, wir brauchen aber Karotten für die Schweine hier. So, das ist unsere Insel Nummer 2. Hier haben wir auch normales Holz, Oak Wood. Aber das interessiert mich erstmal nicht. Ich hole mir mal die Pilze mit, die züchten wir nämlich. Damit können wir uns dann nämlich schön Pilzsuppen machen. Was ist das für ein Biom? Swampland. Sehr gut. Das lasche erstmal alles hier, weil ich dafür noch nicht die Verwendung gefunden habe. So, dann mache ich hier noch eine Fackel hin. Dann hier, weil hier sieht es dunkel aus. So, da hinten sind die Pferde, da können wir auch direkt mal hinreisen. Aber erstmal gehe ich hier. Wisst ihr, was ich mache? Wird langsam mal Zeit, dass wir was sicherer leben und den ganzen Spaß hier auch sicherer angehen. Deswegen wird der Abstieg hier
Der wird ab jetzt von der Seite erfolgen. Keine Pickaxe, korrekt. Zack, zack. Weil das ist uns voll unsicher, wenn wir immer so am Rand entlang gehen. Da habe ich echt Pipi vor. Also Pipi vor heißt eigentlich, Dange, wie geht's dir? So, und dann kommt... Ah, ne, die Steinspitzhacke, die tut's jetzt auch erstmal. So, da spawnt ganz viel, wie man sieht. Die Schweine aber... Die habe ich ja vorher gar nicht gesehen. Brauchen wir aber auch eh erstmal Karotten für. Sonst hilft das ja nicht. So. Zack, zack. Ich habe immer diese Frame-Einbrüche. Schaut. Aber okay, mein PC ist ja eher ein kleiner Hund. Das weiß ja jeder hier eigentlich. Deswegen ist das nichts Neues. Ist das nichts Neues. So, mal gucken, wie tief wir hier jetzt kommen. Danke für den Leck. Danke, echt. Danke vom Herzen. So. Zack, zack, zack. Dann zack, zack, zack. Ich sehe es ja schon kommen. Ich wollte gerade sagen, ich sehe schon kommen, wie die Schaufel kaputt geht. Komm, umgraben wir den Scheiß mal hier. Irgendwie muss ich doch hier noch drankommen. Ah, wie geht das, dass das immer tiefer wird, wenn wir uns genau gleich runtergraben? Bah, ich könnte ausrasten. Hast du noch Scheiß drauf. Weißt du was? Wir leben nicht sicher. Wir leben einfach so weiter. So einfach. Punkt, Ende aus. Könnt mich mal alle. So. Wir haben Hunger. Und Weizen ist fertig. Das ist fertig, das ist fertig. So, Melonen wächst nicht. Voll gut eigentlich. Wieder zwei Seeds. Und seid ihr wieder paarungsfähig, meine Freunde? Nein, seid ihr nicht. Warum? Weil ihr Nullen seid. So, schon wieder die Hälfte der Aufnahmezeit. Guck mal, ich habe einfach schon mal 8 Seeds. Die können wir sehr gut nutzen. Und das können wir auch mal langsam braten, wird mal Zeit. So, dann würde ich sagen, wandern wir jetzt mal zu anderen Gefilden. Ah ja, wir wollten ja noch... Ha, ich vergesse mal das Wesentliche. Meine Freunde, so, Hacke. 1 Tick haben wir, cool, ey. Dankeschön für nix. So. Zack, zack. So, dann machen wir uns mal auch einen Abstieg hier hin. Guck mal, so optimal, was da unten lebt. So, dann machen wir hier zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Ja, okay, dann gehen wir bis dahin. Okay, okay, ist ja gut, ist ja gut. Zack. So, und dann haben wir hier 1, 2. 1, 2, aber eigentlich 3. Das war nicht geplant. So, dann zack, 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 zack. So, dann machen wir das Wasser mal hier weg. So, Wasser entfernt, erfolgreich, meine Freunde. Aber so nur hier an der Ecke. So, jetzt haben wir hier so, da ist ein Ei gelegt worden, ich hab's doch gehört. So. Eine Leiter reicht nicht. 3 Sticks, das würde reichen, glaube ich. 7 Stück müssten reichen, yep. So, dann machen wir nämlich zack, zack. Dann haben wir noch 2, 1 und 2. Zack, zack, zack. Alles super, alles perfekt. So, dann müssen wir aber mal aufpassen, dass hier nichts spawnt oder so. Irgendwas Blödes. So wie Esel oder Farkers. Müssen wir echt aufpassen. So, 9 Minuten nehmen wir schon auf. Die Zeit, die fliegt, meine Freunde. So, dann lassen wir die Pilze mal hier wachsen. Wachset und gedeiht und bringt mir Ernte. So genau wie ihr hier. So. Zack, zack. Eier wurden gelegt, die muss ich natürlich aufheben. 2 Stück.
Eins. Jawolli. Zwei. Perfekto. So, als nächstes müssen wir hier entlang. Jetzt wird langsam Tag, von daher ist das eh egal. Wir müssen auch Spinnen farmen langsam mal, damit wir Seide bekommen, Strings, und uns Wolle machen können. Und aus der Wolle machen wir uns dann ein Bett, damit wir einen weiteren Erfolg haben. Wir sind jetzt schon auf 3 Chunks gereist. Das ist ja schon mal gut. Da fliegt eine Fledermaus. Da ist ein Creeper und eine Witch Bitch. Das ist ein Esel. Nein! Ich hab's genau gesehen, du Fucker! Der hat das Pferd runtergekickt. Ja, toll. Und nun können wir keine normalen Pferde mehr züchten. Nur noch Maultiere. Weil wir nur noch ein Pferd haben und einen Esel. Vor allem das Pferd war schwarz. Uncool, Mann. Richtig uncool. Vor allem sag mir lieber, wie ich die hier beseitige, die Gegner. So, ich warte, bis die wegspawnen. Ja, komm, ich warte, bis die wegspawnen. Ich gehe mal auf die andere, dann können wir wenigstens schon mal ein Achievement behalten, dass wir auf 4 Chunks gereist sind. Mann, das regt mich gerade übertrieben auf, dass dieser Esel, richtiger Reiter, dass der einfach mal das Pferd hier runtergekickt hat. Das ist voll traurig, Mann. So. Ich mach dann hier nochmal so einen kleinen... Pass auf, hier so in der Mitte. Mach dann nochmal so einen Abgang und dann gehen wir auf diese anderen beiden Chunks. Dann haben wir schon mal 5 direkt abgedeckt. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich weiß nicht, ob das Koblenz-Donet dafür reicht. Das ist eine gute Frage. Nächste Frage. Danke, wie geht's bei dir? So. Mann, da hat der ernsthaft das Pferd runtergekickt. Aber okay. Vielleicht kann man ja, wenn man Pferd und Maultier paart, wieder Pferd bekommen. Das weiß ich nämlich nicht. Ich könnte jetzt YOLO da ins Wasser springen, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffen würde. So. Holen wir uns noch ein bisschen mehr Cobblestone. Checken wir die ganze Lage mal dann ein bisschen mehr ab. So, cool, dass ich noch so viel Cobblestone noch habe, was ich benutzen kann. Toll, und jetzt? Ich brauche Cobblestone. Komm, baue ich ein bisschen hier ab. Natürlich, natürlich. Fall, Kies runter, Fall. Baue ich ein bisschen hier ab. La, 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 lange, wie geht's bei? Ihr könnt jetzt auch sagen, ja, nimm doch die Eisenpickaxe. Nee, voll die Verschwendung. Eisen ist ja eine limitierte Ressource hier, meine Freunde. Das dürft ihr nie vergessen. Nie vergessen, dass das eine limitierte Ressource ist. So. Hol ich mir jetzt ein bisschen Kobble. Stone. Und dann hat sich die Sache gegessen. Vielleicht konnte sich das Pferd ja auch auf irgendeine wundersame Art und Weise abfangen. Aber wenn da jetzt alle Pferde runterfallen... Wegen dem Esel, weil er die alle runterkickt, weil er Neid auf die hat oder so, was weiß ich. Dann ist das uncool. So, pass auf, ich fange die irgendwie ein. So, wir fangen hier an. Beim Kürbis kann man ihn aufklettern. Naja, das war nicht so geplant, aber okay. Klappt ja auch so. So, pass auf. Guck mal, die drücken sich schon weg. Ich sehe es doch schon. Ihr müsst hier rein, meine Freunde. Es geht leider nicht anders. Du hast... Ich hab's doch gesehen. Wie kann der nur das schwarze Pferd darunter kicken? Was ist das für ein Mensch? Gar keiner. Das ist nämlich ein Esel. So, hier werdet ihr ab jetzt leben. Für eine Zeit. Undefinierte Zeit. Bis ich Karotten und so hab und euch züchten kann. Alter, das ist mir alles zu risky hier, Mann. Da ist der runtergekickt worden. Hier irgendwo muss der leben. Ja komm, Pferd, du musst da jetzt rein. Hilft ja nicht, ne? Wenn es hier so einen Massakrierer gibt, wie den Esel hier.
Du sollst auch nicht machen, du sollst da ins Loch rein. So, das hätte ich von Anfang an machen sollen. Mann, 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 jetzt haben wir hier... Der ist doch bestimmt noch in die Lava gefallen. Warte, habe ich da was schwarz gesehen? Nein, es ist vorbei. Es ist vorbei. So, das ist Chunk Nummer 3 gewesen. Und da wir jetzt schon am Limit der Folge angekommen sind, meine Freunde, würde ich sagen, in der nächsten Folge preisen wir dann den letzten 4. Chunk. Also fürs Erste. Den letzten Chunk. Da gibt es nämlich schön... Da gibt's Schafe! Ja, dann machen wir uns in der nächsten Folge, meine Freunde, eine Schere. Und dann machen wir uns ein Bett. Und dann haben wir fast alle Erfolge. Und dann würde ich sagen, hinterlasst bitte eine Bewertung. Ein Kommentar würde mich freuen, meine Freunde. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss!